Also wir sind heute Morgen 8:50 alarmiert worden. Die Anrufer, die in der Leitstelle sich gemeldet haben, haben eine Explosion im Ortsteil Hörde an der Zimmernstraße gemeldet. Und als wir eingetroffen sind, haben wir festgestellt, dass es sich hier um ein Mehrfamilienhaus handelt, was stark beschädigt ist und zum Teil eingestürzt ist. Also wir haben eine Person direkt noch aus den Trümmern des Hauses retten können mit der Drehleiter. Die Person ist schwer verletzt. Wir haben zwei Personen, die wir aktuell noch vermissen. Da wissen wir im Moment nicht, ob die sich im Gebäude befunden haben oder halt einkaufen waren oder sonstiges gemacht haben. Und wir haben nochmal zwei Personen, die das unmittelbar gesehen haben. Die sind geschockt, aber jetzt in dem Sinne nicht verletzt. Also gebrannt oder so hat es in dem Sinne nicht. Also das Gebäude ist ja stark einsturzgefährdet. Das bedeutet, dass wir, wenn wir jetzt in das Gebäude vorgehen wollen, erstmal Sicherungsmaßnahmen treffen müssen, damit die eigenen Einsatzkräfte natürlich sich nicht selber verletzen. Und unser nächstes Ziel ist natürlich, die Personen, die vermisst werden, auch irgendwie in dem Gebäude zu finden oder ausfindig zu machen. Ja, zur Ursache der Explosion kann ich momentan noch nichts sagen. Da laufen gerade die Ermittlungen. Es ist zwar so, dass sich die Gebäude halt hier mit einem Gasanschluss versehen sind, aber ob das jetzt die Ursache war, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen oder auch dementieren.